Also, mein Name ist Arnold Achmüller, ich bin der Autor des Buches Wickelsalben und Tinkturen, erschienen im Oktober 2015 bei der Edition Rezia. In diesem Buch werden eine Reihe von volksmedizinischen Zubereitungsmöglichkeiten genannt, unter anderem eben, wie stelle ich einen Schichtsirup her. Schichtsirup ist eine sehr interessante volksmedizinische Eigenschaft der Zubereitung von Heilpflanzen. Es gibt einige Heilpflanzen, die sich hier besonders eignen, beispielsweise Spitzwegerich, Fichtenwipfeln, Rettich oder auch Meerrettich. Wir stellen heute einen Meerrettich-Sirup her. Der Vorteil von diesen Schichtsirupen ist, dass man das sehr leicht auch in jedem Haushalt machen kann, weil die Zutaten im Grunde vorrätig sind, beziehungsweise man braucht nicht viel. Ein Marmeladeglas, Zucker und das Pflanzenmaterial. Traditionellerweise wird es so gehandhabt, dass man schichtweise Zucker und Pflanzenmaterial abwechselnd. Zucker sollte immer die erste Schicht sein, also zumindest ein bisschen was, damit der Boden ordentlich bedeckt ist. Dann kommt der Meerrettich hinein. Und zwar 1 Zentimeter von der Größe her, also vom Ausmaß. Dann wieder Zucker. Durch den Zucker werden die flüssigen Inhaltsstoffe des Meerrettichs auf osmotischem Wege eben ausgezogen und dadurch werden natürlich auch diese wirksamen Inhaltsstoffe herausgezogen und es bildet sich ein Sirup. Es ist sehr unterschiedlich von Schichtsirup zu Schichtsirup. Meerrettich reicht es eine Nacht im Kühlschrank und der Sirup bildet sich. Andere, wie zum Beispiel Fichtenwipfel oder Spitzwegerichblätter, die brauchen ca. 3 bis 4 Wochen im Kühlschrank. Die letzte Schicht sollte auf jeden Fall Zucker sein. Und ganz, ganz wichtig ist bei dieser an und für sich einfachen Herstellung, dass man das Ganze noch ganz ordentlich andrückt zum Schluss. Dass hier auch sicher alle Hohlräume mit Zucker bedeckt sind. Ja, und das Ganze eben gut verschlossen. In diesem Falle eine Nacht oder einen Tag in den Kühlschrank und der gebildete Sirup wird dann am nächsten Tag in saubere Fläschchen abgefüllt. Die Haltbarkeit liegt circa bei 3 Monaten.